Ein Beitrag der Sendung Funkkolleg Klima des Hessischen Rundfunk vom 10. März 2023. Ein Beispiel, wie die vorwiegend junge Zielgruppe auf das Wort Klimaschutz konditioniert wird. Corinna Altenburg, Expertin für kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut für Urbanistik. Hallo Frau Altenburg. Hallo Herr Koch. Sagen Sie, die Position des Klimaschutzmanagers, ist das in Kommunen und Landkreisen noch eine Nische oder gibt es das mittlerweile überall? Das Klimaschutzpersonal ist mittlerweile tatsächlich immer mehr verbreitet. Es haben fast alle Landkreise in Deutschland mittlerweile Personal für den Klimaschutz eingestellt und auch die allermeisten großen und mittleren Kommunen haben mittlerweile Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager. Manchmal heißen sie auch ein bisschen anders wie Klimaschutzbeauftragte. Insgesamt ist das eine Stelle, eine Position, die immer mehr Aufwind bekommt. Jetzt frage ich mich, was macht denn eine Klimaschutzmanagerin konkret? Wie sieht da ein Arbeitsalltag aus? KlimaschutzmanagerInnen sind dafür zuständig, kommunalen Klimaschutz strategisch zu verankern. Klimaschutz an sich ist ja eine Querschnittsaufgabe und da ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen, wo sie anfängt und wo sie dann letztendlich aufhört. Dadurch, dass man in einer Kommune so ganz unterschiedliche Handlungsfelder hat, muss in allen Handlungsfeldern auch ein Plan entstehen, wie die Klimaziele, also sprich die Reduktion von Treibhausgasen auch in den Kommunen vonstatten gehen kann. Und dafür ist es in der Regel so, dass bei den KlimaschutzmanagerInnen die Fäden zusammenlaufen. Also das heißt, da ist es wieder wichtig, mit den einzelnen Abteilungen wieder zusammenzuarbeiten und die zu fragen, was macht ihr denn eigentlich mit Klimaschutz? Bei welchen Planungen wurde Klimaschutz mitgedacht? Wo können in Zukunft noch mehr Treibhausgase eingespart werden? Und generell sehen wir auch, dass diejenigen Kommunen, die KlimaschutzmanagerInnen eingestellt haben, bis zu 9-mal mehr Treibhausgase einsparen können. Aber ich stelle mir das schon auch schwierig vor. Also welche Hürden gibt es da denn im Alltag? Kann da eine Person wirklich so viel bewegen? Ja, da haben Sie recht, da gibt es natürlich etliche Hürden. Das eine ist, dass Klimaschutzpersonal nicht verpflichtend eingestellt werden muss. Kommunen bekommen Zuschüsse von aktuell von der Nationalen Klimaschutzinitiative dafür, dass sie Personal einstellen können und eben dieses Thema strategisch voranbringen können. Also die Klimaschutzmanagerinnen müssen nicht nur sich vernetzen und den Klimaschutz voranbringen, sondern letztendlich auch ihre Stelle begründen. Informationen von Corinna Altenburg vom Deutschen Institut für Urbanistik. Frau Altenburg, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Diese sogenannte Expertin gendert sich pflichtbewusst durch ihren Vortrag. Das Wort Klimaschutz wird in diesem kurzen Beitrag 19 Mal verwendet. Und im Hintergrund ist ständig welches Wort zu sehen?